Ein kampfgeschundener Handschuh, der alles erbeben lässt. Wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, lade ich den auf. Hör, aber das ist doch schon meine Sense, oder? Ach, jetzt habe ich keine Sense, sondern den Handschuh. Boom. Ach, mit Tab kann ich die Zwotwaffe wechseln. Von Sense zu Handschuh. Okay. Oh, lol. Ui. Und? Reicht halt einfach aus. Achso, das ist nicht... Ist es überhaupt für Monster geeignet? Boah! Da muss ich über dem sein. Oh ja. Dem seine Angriffe sind so prompt. Was? Ach komm! Ich habe mit dem einen Viech schon zu tun. Lass mich halt erstmal das Ding töten. So, finishen. Otte Hü! Was? Ich kann es wirklich reiten? Oder was? Ich kann es wirklich reiten! Ui, gegen die kleinen Viecher bringt das gut was. Den kleinen nehme ich. So. Oh, fuck, Alter. So, wieder spiken. Oh, und jetzt reiten. Genau. Das ist geil. Oh. Oh, jetzt tut er mir irgendwie leid. Der Arme. Den hätte ich weiter drauf reiten können, das fand ich eigentlich ganz cool gerade. Fatz. Peng. So. Jetzt ist die Frage, ist der Handschuh wirklich... Noch mehr, Alter. Nein. Nein. Also eben war ich noch traurig. Jetzt nö. Nö. Puff. Boah, die Reichweite von dem ist halt extrem für den Arsch. Ich glaube, da nehme ich jetzt erstmal die Sense. So zum Abräumen ist die nämlich optimal. Hilfe. Boah. Ist halt nichts geileres gegen eine Masse von Gegnern. Dieser Wirbler da, der ist richtig geil. So, jetzt sind da ganz viele Gegner. Mache ich hier nämlich wieder den Spike hier. So. Okay, boah, vor dem Viech habe ich ein bisschen Schiss. Okay, das setzt vorher immer so ganz kurz an, bevor es angreift. Das ist nicht instant. Oh, reiten. Hotte Hü. Ui. Auch zur Seite ausweichen ist besser. Ach, ich habe gar nicht den Handschuh an. Ich wollte dem jetzt gerade mal so eine Kopfnuss verpassen. Ach, okay. Ich muss den nicht nur aufladen, da kann man auch mehrmals reinknallen. Das ist jetzt die Frage, was stärker ist, mit dem Handschuh eine reinzugeben oder mit dem Schwert mehrmals drauf zu hauen. Oh, nice, Truhe. So, erstmal speichern. Das mache ich immer gerne. So. Hoppla. Und jetzt der Handschuh. Ja, Angriffe. Krafthaken, Tremorschlag gedrückt halten und Hammerschlag
Okay, also viel kann er nicht. Also er kann schlagen und nochmal schlagen. Schlagen und nochmal schlagen. In der Luft kann man einmal schlagen und wenn man auflädt, wird er stärker, wenn man länger auflädt. Schaut nicht so aus. Das heißt, es reicht schon, wenn man so kurz auflädt. Na. Upgeboxt. Da will ich jetzt auch noch hoch. Danke, danke. Und was ist drin? Rupp. Schlüssel. Na, das war jetzt auch nötig. Von da drüben bis daher. Boah, jetzt haben wir noch mehr Waffen. Jetzt weiß ich noch weniger, wann ich was benutzen soll. Egal, ich laufe jetzt ein bisschen mit dem Handschuh rum, einfach nur, um den ein bisschen auszutesten. Wir kommen bestimmt nochmal zurück in den Anfangsraum, oder? Weil auf dem Weg hier waren so viele Eiskristalle, die müssen wir jetzt alle zerlegen. Ich hoffe, da kommen wir nochmal vorbei. Bestimmt, oder? Bestimmt. Können wir da hoch? Nein. Wir müssen dadurch. Oh, jetzt fehlen nur noch so ein paar Clownsfische oder sowas. Irgendwas Süßes. Ui. Hier die Ausfahrt verpasst. Okay. Jetzt sind wir im Maschinenraum. Was kommt da denn? So, aktivieren wir das mal. Was passiert dann? Ui. Ne, ich will da noch gar nicht hoch. Servus. Da hinten ist doch noch eine Truhe. Was will ich denn da oben? Da ist Zaun drin, ha? Ja, geil. Kann ich brauchen. Aber eine Kiste mit Zorn lässt nichts Gutes vermuten. Sind bestimmt ein Haufen Gegner, nicht weit. So, da drin ist Leben. Kann man auch brauchen. Oh, Dankeschön. Volle Leben, sehr gut. Oh, da ist nichts. So, zwischendurch mal was trinken. Ui. Schnelles Verschieben. Drücken und. Ah, okay, der Handschuh ist also auch dafür da. Ach, mit R. Rechte Maustaste. Ui. Wozu war das da? Ah, okay. Das heißt, das Teil jetzt kann ich runterfahren. Erst muss ich greifen und dann. Ui! Ui! Jetzt. Ja. Ach, und jetzt müssen wir es da drüben auf die Plattform, weiter auf die Plattform. Und wozu brauchen wir den überhaupt? Das fragt natürlich keiner, wozu wir das Teil brauchen. Also, wenn ich so box. Achso. Ah, je länger ich das auflade, desto weiter schiebt er das. Achso, das ist ja frei beweglich. Okay. So. Und von hier müsste ich es darüber boxen können, oder? Mit voller Pulle? Mit voller Pulle geht das. Und volle Pulle! Easy. So, jetzt müssen wir nur noch rüberkommen. Einwandfrei. So, und jetzt können wir weiter hochfahren, hä? Na, habe ich mir doch schon gedacht. So, kriegen wir das darüber geboxt? Ist es höher? Oder ist es niedriger? Ich habe nämlich keinen Bock, dass wir das dann.
Ist doch höher, oder? Können wir doch bestimmt erst drüber hüpfen und es ein bisschen runterfahren. So. Oh! Freut euch und jauchzet. Da liegt Geld rum. Also indirekt. Dankeschön. Oh nö. Oh nö. Genau das, was ich eigentlich verhindern wollte, ne? So. Na, das sind wir doch schon wieder. Müssen wir ja nicht den fetten Klotz da mit uns rumtragen. So. Okay, jetzt unser eigentliches Anliegen, das Teil da drüben runterfahren. Muss doch ein bisschen runtergehen, oder? Weil den krieg ich doch nicht drüber geboxt. Ja, geht runter. Eine gute Idee von uns. Ja. Hopp. So, noch ein bisschen. Nein, nicht so weit. Und Feuer! So. Und Feuer. Ach, und den. Aha. Damit können wir jetzt dann hochhüpfen. Uah. Uah. Können wir? Können wir nicht. Können wir nicht. Ach. Wir können uns ja auch wieder hochfahren, ne? Hm, schaut schon besser aus. Perfekt. Da können wir wieder runterfallen. Da wollen wir nicht hin. Drüben ist doch bestimmt noch was, wenn hier diese Dinger so auffällig rumstehen. Nö, da drüben ist nix. Ist einfach nur Verarsche? Ja, ist einfach nur Verarsche. Naja. Peng. Ach ja. Feuer! Ach, mit E kann ich es auch einfach zerfetzen, ha? Huh? E-Aktion. Oh! Oh, süß! Komm her! Flupp! Petz! Oh, es ist fies. Die armen Kleinen. Nice. Zorn ist voll, Leben voll, Chaosgestalt aktiv. Wir sind für alles bereit, was da kommt. Feuer! 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 Und dich zerrupfen wir. Komm her. Piep. Das sieht schon irgendwie so knuffig aus. Okay. Da sind wir schon fast wieder draußen. Was ist da unten? Ach, da unten haben wir den Handschuh bekommen. Okay. So, kriegt mir das irgendwas anvisiert? Ja. Feuer! Oh, dadurch werden die anderen aufmerksam. Feuer! Ich würde die gerne töten, bevor ich rüberkraxel. Nicht, dass die mich da irgendwie runterschießen. Nice, habt ihr das andere auch erwischt? So. Optimal. Hopp. Hopp. Und rüber. Hopp, 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 hopp. Boah. Huch. Oh. Das war doch die Olle. Ja, ja, ja. Lass mich doch nicht verarschen. Peng. Ui, nix Peng.
Puff. Also im Kampf ist der Handschuh jetzt nicht so Mörder, aber sonst finde ich den eigentlich ganz cool, ne? Dann gehen wir doch lieber zur Sense. Im Kampf gehen wir zur Sense. Na, na fein. Ach, jetzt kann ich ihren Bauch zerballern mit dem Handschuh, hä? Also, ab auf Handschuh. Anscheinend hat sie schon wieder mit dir gespielt. Hoffentlich versagst du beim nächsten Mal nicht wieder. Oh, jetzt kannst du Feuer spucken, oder was? Bang. Oh, wo sind die anderen beiden hin? Ach, da hinten. Ah, okay, es kommt doch zu. Peng. Wo ist der lebt noch? Puff. Feuerspuckviecher sind eklig. Habe ich jetzt schon gewisse Aggressionen dagegen? Oh, weg damit! Wieder auf die Sense wechseln. Das Ding nehmen wir jetzt mal. Ah, genau das. Aber, uah. Auch wenn ihr süß seid. Futz. Mehr. Knapp. Na, du auch, komm her. So. Ach, da kann ich einfach runterhüpfen. Oh, Gott, bin ich erschrocken. Was hält er sich denn auch fest? Als ob er die 2 Meter nicht runterhüpfen kann. So, das Ding erstmal kaputt machen. Hey. Oh! Ach, da kam mir jetzt das Wasser entgegen, oder was? Ah. Schon gedacht. Aber jetzt komme ich auch zur Truhe rüber. Nice. Nice. Klonk. Futz. Und Karte. Ah, okay, jetzt habe ich hier Karte. Ich habe eine Karte. So, wo bin ich? Ui. Wo bin ich? Bin ich. Ach, da! So. Was habe ich? Ach, jetzt komme ich auch darunter, ohne zu sterben. Da gibt es Money. Artefakt, Soldat. Und das war es auch schon. Ja, können wir wieder hoch. So. Huch, kam das Wasser jetzt raus? Da. Da will ich durch. Ach ja. Hier waren auch diese Eisbrocken unter Wasser. Oh, wie das Wasser runterrieselt, das ist cool. Der Sound ist ganz cool, echt. So. Dann kann ich jetzt nämlich da durch. Nein. Ja. Huch. Aber dann muss ich doch, oder? Ah, ich sehe schon. Ich sehe es schon leuchten. Nehme den Handschuh, dann geht's wahrscheinlich schneller. Los, du Viech. Geil. Brauchen die Lokomotiven gar keinen Motor mehr. Nur noch einen starken Kerl mit Handschuh. Jo. Der nicht springen kann. Ja. Herrgott. Jetzt aber. Und. Hopp.
Hopp. Nein, irgendwas stimmt da noch nicht. Oder? Stimmt das? Irgendwas stimmt da noch nicht. Oder doch? Oder nein? Oder doch? Ich guck nur. Ich guck nur. So. Ah. Was war das nochmal? Aha. Okay. Ach, das konnten wir vorhin nicht betätigen, da war es noch unter Wasser. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, und jetzt können wir den nämlich da auch rausschieben. So, erstmal eine gute Faust. Puff. Ach, und da hinten kommen wir jetzt am Gewächs hoch. Okay. So, genau. Der ist hoch genug. Da kommen wir raus. Und der andere? Da müssen wir doch auch noch irgendwie... Und einfach nur so zum Spaß. Ey. So fett bist du auch wieder, dass du unter dem Ding nicht vorbeikommst. So. Immer wenn es so um eine Ecke rumgeht, so und die Perspektive sich ändert, merke ich, da hat er ein bisschen Probleme, ne? So, jetzt rutsch mal darüber. Hopf, 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 hopf. Runter. Und wo wollen wir denn überhaupt hin? Hier kommen wir doch her. Das hätten wir uns doch auch sparen können. Irgendwas übersehe ich schon wieder. Wir wollen da wieder hoch. Ne? Wir wollen da hoch. Wir wollen da hoch. Warte mal. Ach, die schiebt von links nach... Okay. Okay, alles klar. Das bedeutet... Jetzt. Wir nehmen uns den Bruder hier. So, und ballern den... Woppa! Noch eins weiter. So. Upp. Weiter geht nicht. Ah, okay. Okay. Nee, hab schon. Passt. Ich. Jetzt komme ich da nicht ran. Oh. Muss ich voranziehen. So. Kleines Warm-up. So. Jetzt leuchten die Lampen auch grün. So, der steht da hinten gut. Was ich jetzt mache, ist diesen kleinen oder halt den niedrigen Wagen rüber zu schiffen und den großen Wagen rüber zu packen. Rüber. Also mit dem quasi die Seite zu tauschen. So, weil dann kommen wir nämlich da, wo wir hoch wollen, auch hoch. Und da, wo wir nicht hoch wollen, brauchen wir nicht hoch. Ne? Versteht ihr? So, den ballern wir da in die Ecke. Und den schippern wir rüber. So, eine Faust. Paff. Ja, das war ein bisschen zu weit. Rückwärtsgang. Huch. Bis die Lämpchen grün sind. Und jetzt schippern wir auf die andere Seite. Okay. So
Zumindest kann man in dem Dungeon hier nicht in Lava reinfallen. Ich wär sonst so am Arsch. So. Nein! Falsche Taste. Naja, dass er auch ein bisschen rumkommt, der Gute. So, jetzt darf ich ihn wieder rüber. Hoppla. Das kommt davon, wenn man sich kratzt und danach die Finger falsch auflegt. Okay, da ist der Dicke. Und den bolzen wir jetzt da in die Ecke. Paff. So, und jetzt kommen wir da hoch. Oh! Oh! Gut, dass die Cutscene uns das auch sagt, dass wir da jetzt hoch müssen. Ich wäre nicht drauf gekommen. Danke, liebe Cutscene. Mein Freund und Helfer. So, hopp. 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 Wie ein Äffchen. Hopp. 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 Auch nach unten kann ich nicht hüpfen, oder was? Hoch. Danke. Du kriegst die Ghetto-Faust. Boom. Wo kann man da hin? Ach ja, da wollen wir nicht hin. So. Ah, das kommt mir bekannt vor. Da haben wir uns vorhin schon rübergehangelt. So. Und in die Richtung. Hopp, hopp. Dann hier runter. Rüber, hopp. Und hopp. So. Auf damit. Jetzt sind wir wieder im Anfangsraum. Genau. Ja, war.